Guten Tag, Falken. Ich bin der Austin, die weltweit bekannte deutsche Sprache Meister. Und heute probiere ich noch mal auf Deutsch zu reden. Jawohl. So, ja, hallo, ich heiße Austin und ich hatte für fast einem Jahr in Deutschland gewohnt, viel Spaß gemacht, viel cooles Menschen getroffen, viele Brezeln gegessen, alles was gut ist. Ich war dort drüben mit einem Programm, das heißt CBYX oder PPP bei die Deutsche. Mit diesem Programm war ich zuerst für 2 Monate in Bonn für eine Sprachschule, dann 2 Monate im Gymnasium in Herzogenaurach, dann endlich hatte ich 2-3 Monate Praktikum in der Stadt Nürnberg gemacht. Mein erstes Programm war mit einer Medienwerkstatt, Videomarken oder so. Und das zweite war nur ein bisschen mehr kompliziert, eine Ingenieurbüro für Bauphysik. Komplett anders, das weiß ich, aber beides war echt, echt cool und hatte ich so viel gelernt. In general, ich habe viel von meiner Zeit in Deutschland gelernt. Ich liebe Deutschland, wirklich. Es ist meine zweite Heimat, man kann es sagen. Aber viele Leute mich fragen, warum Deutschland? Und das ist eine gute Frage. Kommt meine Familie aus Deutschland? Nein. Habe ich deutsche Sprache in der Schule studiert? Gar nicht. Gar nicht. Warum hatte ich Lust, auf Deutschland zu gehen? Das werde ich jetzt erklären. Also, in der 9. Klasse war ich ein Baseballspieler. War ich der Beste? Vielleicht nicht, aber ich war gut genug zu mit der Team reisen. Zum Glück, diesem Jahr war das Turnier in Frankfurt, Deutschland. Aber während wir unterwegs waren, hatten wir so viele Probleme mit den Flugzeugen. Wir waren den ganzen Tag in das Flughafen, kaum Informationen. Das Flugzeug kommt. Das Flugzeug kommt nicht. Ah, yes, das Flugzeug kommt gleich. Doch, kommt wieder nicht. Und wir hassen euch alle. Warte mal, neues Update. Ein anderes Flugzeug kommt. Alles ist in Ordnung. Aber es hat nicht genug Platz für ihr alle. 3 Leute zurückbleiben müssen. Wir hassen nur ein paar von eurer Gruppe. Guten Tag noch. Unglücklich war ich 1 der 3. Alle unsere Freunde hatten nach Deutschland fliegen und hatten die Stadt besucht und ohne Frage nur einen wunderbaren Tag in der schönen Sonnenschein gehabt. Mittlerweile, uns 3 waren trotzdem in das kalte, dunkle Flughafen, einfach abwarten und Tee trinken, aber es nicht so schlimm war, nein. Weil nur 100.000 Jahre später hatten wir in Deutschland sicher angekommen. Leider, das war mitten in der Nacht, so nicht so viel zu sehen. Aber das Autobahn war cool und war schnell, so ja, passt. Das Baseballturnier war viel Spaß. Ich hatte einige deutsche Leute getroffen und danach mit ihr reden, gedacht, dass die deutsche Sprache echt cool ist. Ich hatte auch für die erste Mal ein Meso-Mix probiert und danach gedacht, was jeder sagt, ist definitiv nicht falsch, dass die Deutschen sind wirklich die besten Ingenieure der Welt. 2 Daumen hoch. Wir waren nur 3 Tage in Deutschland, bevor wir hatten zurückfliegen mussten. Es ist wirklich unfair, wie absolut wenig aus Deutschland hatte ich gesehen. Es war einfach nur die Schule, ein typisch deutsches Restaurant und das Autobahn. Aber das Autobahn war echt cool. Obwohl meine Zeit dort in Deutschland war komplett besonders. Ich wusste sofort, dass ich wiederkommen muss. Irgendwie. Dann, wann ich in der 12. Klasse war, meine Videoproduktionslehrerin hat mir dieses CBYX-Programm erzählt. Ihre Tochter hat mit dem gleichen Programm nach Deutschland gehend und sie hat viel Spaß damit gehabt. Und so, ja, dieses Programm war wirklich meine golden opportunity. Und so, ja, der Rest ist History.
Danke euch für 10.000 Subscribers. This has been such an incredible journey and I've enjoyed every second of it. Thank you so much for supporting me and supporting this channel. Like I said, this has just been a blast. I love making these videos and I'm so glad now that more than just my friends and family are watching them. And so I'm very much looking forward to what the future will bring. Hopefully I can get back over to Germany here pretty soon. So just all in all, vielen, vielen Dank. Ich will auch meine Gastfamilie denken. Ihr seid die Beste. Definitiv, ohne Frage, zweifellos. Ich vermisse euch viel. Und für ihr alles, wir sehen uns gleich. So, bis später. Ciao, auf Wiedersehen, goodbye. Ich weiß, das war Grammatik, Perfektion, das mag man sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Tschüss.